Herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video hier auf diesem Kanal. Mich hat ein Paket von Chili Food erreicht. Ein weiteres Paket, diesem wunderbaren Shop. Wir würzen Ihr Leben, www.chilifood.de. Zum Öffnen nehme ich heute das kleine schwarze Schweizer Taschenmesser. So, ich entferne den Papierkram, Gutscheincodes und so weiter, lege ich hier in die Ablage. Und dann kann das Unboxing doch beginnen. Ah, und das sind doch schon die ersten zwei Produkte. Melindas Banana Chips, Habanero Garlic, Hickory Barbecue von der kolumbianischen Firma Melindas. Und die zwei Tüten, die gab's reduziert im Sale, denn die sind schon abgelaufen. Was geschmacklich ja gar nichts bedeuten muss. Die sind ja immer noch sicherlich hervorragend. In jedem Fall gab's die billiger. Ich zeig die nochmal hier kurz von der Seite. Ihr seht, tolles Produkt zum Verschicken, schön kompakt. Banana Chips von Melindas. Wir kommen zur nächsten Schicht in dieser Bestellung. Ja, das sind noch einige Sachen. Ja, was man offensichtlich sieht, machen wir als erstes. Die Habanero Chili Rigatoni. Rigatoni verfeinert mit Habanero Chili. Solide Sache, bin ich gespannt, wie die zünden. Und apropos scharf, jetzt brauche ich doch nochmal mein Messer. Eine weitere Soße der Firma Melindas, eine Garlic Pepper Sauce, also eine Knoblauchsoße. Ah, schön flüssig, ich bin ja immer noch begeistert von der Chicken Wing Soße aus dem letzten Chili Food Unboxing. Darum bleibt es spannend, wie sich auch diese Melinda Soße so verhält. Oh, und jetzt haben wir hier die allererste Salsa de Chipotle von La Costeña, eine mexikanische Firma. Chipotle sind geräucherte Jalapenos. Und die, ja, sind für mich die perfekte Schnittmenge aus rauchigem Barbecue-Geschmack und Salsa-Schärfe. Hier steht Pikante. Und da seht ihr auch hier auf Hähnchen der Serviervorschlag. Aber ich finde, das kann man zu fast allem benutzen. Jetzt machen wir mit dem weiter hier. Oh, das fällt fast so schon raus. Der Chipotle Senf von Chili Food. Ja, eher eine ungewöhnliche Kombination. Chipotle und Senf. Da bin ich gespannt, wie das schmeckt. Und jetzt natürlich, was hier noch drin steckt. Das Chipotle Morita Pulver, das ist eine Nachbestellung, das kenne ich bereits und ja, war jetzt irgendwo auch Anlass, nochmal ordentlich Chipotle-Sachen nachzubestellen. Ihr seht auch hier wieder von Chili Food, ist der eigenen Herstellung. Ein wunderbares Pulver auf Pizza Hawaii, mein Geheimtipp, sehr, sehr lecker. Machen wir weiter. Hier drin ist. Ah, Tabasco. Klassiker, kennt man. Die Variante wollte ich nämlich auch mal ausprobieren. Und zwar die Hot-Variante. 4 von 5. Ich weiß aber gar nicht, ob es überhaupt 5 von 5 gibt. Also ist mir kein Produkt bewusst. Ja, Tabasco mit Habanero. Das ist auch so für mich die Schärfegrenze. Habanero, das finde ich, schmeckt noch fruchtig,
Und die Schärfe geht klar, aber ab da hört es dann bisher auch auf bei mir. Habanero, meine Wahl, wenn es scharf sein soll. So, dann machen wir mal das obere hier. Eine Metalldose. La Costeña Chipotles, Peppers in Adobo Sauce, also eingelegte Chipotles, damit man die mal so auch probieren kann und nicht in Pulver- oder Soßenform. Ja, also eben eingelegt sind die. Und hier drin, die Habanero Pasta Sauce für, ja, Pasta. Bin ich auch gespannt, wie scharf dieser sein wird. Aber ich esse oft Arrabbiata und das wäre dann mal noch so eine Steigerung. Und hier haben wir ein weiteres Ketchup vom Chili Food Shop. Da war ich ja äußerst angetan vom Geschmack. In der letzten Bestellung hatte ich ja ein Ketchup dabei und habe das ausführlich getestet und jetzt probiere ich eben mal die Habanero-Version davon. Und hier noch ein Ketchup, das, na klar, Chipotle-Ketchup. Ihr merkt, ich werde mich im Bereich Chipotle ordentlich weiterbilden können mit dieser Bestellung. Auch toll, was es da alles so gibt. So, ein Produkt haben wir noch. Ist denn noch was mit Chipotle? Was meint ihr? Nein, es ist die Spicy Teriyaki Sauce von Pain is Good. Das ist die Firma mit diesen großen Köpfen drauf auf dem Etikett. Ja, ich bin so ein richtiger Teriyaki-Fan geworden und da frage ich mich natürlich jetzt, wie schmeckt eigentlich eine Spicy Teriyaki-Sauce? Hier seht ihr den Boden der Schachtel, was bedeutet. Wir sind am Ende angekommen. Das war's. Ja, ich verspüre große Vorfreude, die Sachen jetzt zu testen. Allerdings werde ich das nach und nach tun, ökonomisch sinnvoll. Und wenn, ja, ihr heiß drauf seid, wie die hotten Sachen vom Chili Shop so schmecken, dann könnt ihr ja mal hier einen Daumen hoch geben, kommentieren und je nachdem werde ich dann noch ein kleines Review zu den ganzen Sachen hier machen. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video wieder gefallen und wir sehen uns in einem der kommenden Videos. Bis dahin, macht's gut!